Hey, Bats! Seit wann ist Catwoman so niedlich? Muss wohl daran liegen, dass ich sie aus deinen Augen sehe. Frag sie doch nach einem Date. Du hängst immer noch an Talia al Ghul, nicht wahr? Das ist Monate her. Selbst die Maden, die ihre Leiche fraßen, haben sie bestimmt schon vergessen. Du lässt dir diese super Gelegenheit für einen Flirt entgehen, nur weil ich deiner letzten Freundin die Lungenflügel weggepustet habe? Kleiner Tipp von deinem Mitstreiter, Brucey. Die Mädels hassen es, wenn du zu viel über die Ex nachdenkst. Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Er verliert Alfred und das macht ihn gefährlich. Womöglich ist die wahre Herausforderung, sein selbstherrliches Geschwätz zu ertragen. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass die Leute langsam kapiert haben, dass Gesetze sie nicht schützen. Das hat noch nie geklappt. Wir haben doch mehr Rechte als die Opfer. Schon irre. Strange hat ihnen eigentlich mit Protokoll 10 einen Gefallen getan. Und die bringen ihn um und zahlen uns Schmerzensgeld. Wer sagt doch, dass Verbrechen sich nicht lohnt? Das muss der Eingang sein. Aber zuerst muss ich das Gebiet sichern. Feind markiert! Einheit in Bristol vernichtet! Gleich eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Ich hab ihn! Elliot Memorial Hospital! Redner zerstört! Kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Früher oder später verlierst du. Du hast keine Wahl. Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Du wirst mir nichts mehr wegen, Batman. Bei deinem nächsten Versuch stirbst du.
Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Er verliert Alfred. Das macht ihn gefährlich. Womöglich ist die wahre Herausforderung, sein selbstherrliches Geschwätz zu ertragen. Die Vorrunde ist vorbei, dunkler Ritter. Ich hoffe, du verstehst das. Hätte ich es gewollt, wärst du schon gescheitert, bevor du die allererste Hürde überhaupt verstanden hättest. Aber nein, nein, nein. Ich wollte, dass dir das volle Ausmaß meiner Brillanz klar wird. Verstehst du? Um meine Überlegenheit zu würdigen. Aber nun, tja, ich werde es dir nicht mehr so leicht machen. Rennstrecke, Detektiv. Aber bitte, lass dein Geist bloß nicht von ihren Eigenheiten brechen. Nein, dunkler Ritter, du verlierst keinesfalls das letzte Stück Bezug zur Wirklichkeit. Du betrittst lediglich eine von mir geschaffene neue Welt. Die Decke übt einen Druck von 300 Ledertonnen aus, Detektiv. Ich habe diese Maßeinheit selbst erfunden. Der Kurs liegt in der Kanalisation, Detektiv. Du brauchst vielleicht den Heimvorteil. Vorwärts, Batman! Oder braucht der dunkle Ritter einen Boxenstopp? Sehr gut, dunkler Ritter. Nochmal! Vorsichtig, Batman! Du hast dir bestimmt nicht die Mühe gemacht, das Ding im richtigen Schwarzton zu lackieren und Kratzer reinzumachen. Schon bemerkt, Batman? Die Mauern der Unvermeidbarkeit nähern sich schnell. Das war's. Ich leg noch was drauf. 500 Ledertonnen trocken. Weißt du, ich glaube, die Reifen an diesem Ding sind genauso dick wie dein Dickschiff. Die Dinge nicht klarer, seit dieser durchgedrehte Clown beseitigt ist? Jetzt erkennst du endlich deinen wahren Erzfeind. Ich sehe es, Detektiv. Du berechnest die Kurven falsch. Schleuderst auf dich ran. Des Abschlusses dieser Herausforderung nicht verstehst, Batman, werde ich ihn dir bestimmt nicht erklären. Vorsicht, Detektiv! Der Wagen soll noch fahren, wenn ich mit dir fertig bin. Genug. Noch eine Runde wäre dein Ende, dunkler Ritter. Und ich will den Spaß einfach noch nicht enden lassen. Dein nächster Schlüssel wartet.
Oh, fein. Der spaßige Teil. Und los geht's. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst also wirklich einfache Anweisungen befolgen. Ich muss schon sagen, dunkler Ritter, deine Mühsalen übertreffen meine zugegebenermaßen niedrigen Erwartungen. Ich bin beeindruckt. So fühlten sich wohl Naturforscher, als sie Schimpansen zum ersten Mal haben Werkzeug verwenden sehen. Wusstest du, Detektiv, dass die schlauesten Affen einfachen Anweisungen folgen können? Es ist wahr. Versuchen wir es mal, ja? Gehe zum Gotham Casino für deinen nächsten Test und es gibt eine Banane. Die Prüfung des Riddlers ist in Kingston. Bisher hat er nur mit mir gespielt und das Gefühl der Macht genossen. Doch ich befürchte, er wird sich nicht länger mit Spielen aufhalten. Wer weiß, welche Form sein Wahn diesmal angenommen hat. Primärziel getroffen. Jetzt erledige ich ihn. Einheit am Elliott Memorial verloren. Gar nicht sagen, wie erfreut ich bin, dass du bei meinen Spielen mitmachst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es ist, intellektuell weit über dem Rest der Menschheit zu stehen. Freilich kann ich nicht behaupten, dass du es mir schwer machst, dunkler Ritter, aber dein schwacher Widerstand ist eine Abwechslung zur üblichen sofortigen Kapitulation. Wie schade, dass du den Batwing nicht mitbringen durftest.
nicht. Wundervoll sein, Detektiv, majestätisch über eine Stadt voller winziger Untergegner zu gleiten. Was das bist du, ich? Ich muss erst Celina bei der Wahl des Schlüssels helfen. Noch mehr Schränke. Klasse. Den Teil liebe ich. Aberglaube. Okay, Zeit zu sterben. Vielleicht. Tja, so wollte ich eigentlich nicht meine Nacht verbringen. Ein weiterer Schlüssel. Ich hoffe, du machst dir keine falsche Hoffnung, Detektiv. Oh gut, mehr Spaß. Nun, dunkler Ritter, du hast noch einen Test bestanden. Ich komme einfach nicht umhin, dich für deinen Kampfgeist zu bewundern. Bist du doch bedauerlich unzureichend ausgestattet. Ich kriege fast Schuldgefühle, wenn ich bedenke, was jetzt kommt. Aber nicht genug Schuldgefühle, um es abzublasen. Kehre wieder zum Waisenhaus zurück. Ein weiterer meiner Rätselräume wartet. Zum Waisenhaus. Celina wartet schon. Was für ein grausames Spiel, bis er nicht mehr für sie und bis Kyle wohl im Petto hat. Drohne bezieht Position an der Flanke. Hat eine Mama-Drohne verloren. Sind ausgeschaltet. Ihre Männer können die Patrouillen auf Niagara Island fortsetzen. Verstanden, Batman. Danke. Wie geht es dir?
Unterhaltungswert hat es schon. Eddie hat mir seine 13 Erfindungen erklärt, mit deren Hilfe er diese Halskrause mit selbstentwickeltem Plastiksprengstoff füllen konnte. Du musst dich geehrt fühlen. Wofür? Deine Motivationshilfe zu sein? Mach schon, der nächste Rätselraum wartet. Seid gegrüßt, kostümierte Kandidaten. Die nächste Herausforderung ist einfach. Leitet eine elektrische Ladung zu ihrem Ziel. Ich hoffe, der hohe Druck macht euch nicht zu schaffen. Nicht zu schaffen. Noch eins? Was hat Eddie für ein Problem? Fanatischer Narzissmus, Egozentrik und Größenwahn, gepaart mit schweren Zwangsneurosen. Danke. Nicht der Rede wert. Drück mal ein Stück. Die Gegengewichte bewegen sich weiter, wenn ich die Plattform betrete. Du wirst alt. Vielleicht solltest du dir ein paar zusätzliche Taschen an deinen Gürtel nähen. Herzlichen Glückwunsch dem dement gekleideten Duo. Der Schlüssel wartet. Oh, aber was ist das? Ein elektrifizierter Boden? Ein elektrifizierter Boden? Du bist dran. Du bist mir noch was für Arkham City schuldig. Meine Güte, du hast es schon rausgefunden. Nun, hol dir den Schlüssel und mach dich auf den... Zweite Generation meiner Androiden. Ich habe spezielle Varianten für jede einzelne deiner fragwürdigen Fähigkeiten. Lass die Blauen hier. Das dich umbringt. Das dich umbringt. Oh, Eddie muss dich echt hassen, was? Ein egozentrischer Narzisst, der andere nicht gewinnen lassen kann. Mann, hättet ihr euch nur unter anderen Umständen getroffen. Seine Manie wird schlimmer. Er ist hinter meinen Verbündeten her. Verbündete? Vielleicht sollten wir etwas kürzer treten und für eine Weile nur Bekannte sein. Das war gar nichts, Detektiv, gar nichts. Eine neue Herausforderung erwartet dich bei der Divinity Church. Und ich warte auf.